Bevor ich hier öffne, gebe ich etwas Rauch. Und das ist unser Trick. Bedeutet, es brennt, merken die Bienen. Was machen die Bienen? Sie retten, was sie retten können. Sie ziehen ihren Honigmagen voll und dann sind die faul, wie wir nach dem Essen. Die Imkerei hat sich sehr geändert. Bedeutet, früher haben wir nur alte Männer in den Vereinen gehabt. Und die alte Imker damals sagten immer, wir brauchen keine neue Imker, weil sie immer Konkurrenz für die waren. So haben sie das immer gesagt. Diese Meinung hat sich geändert. Was mir aber Sorgen macht, dass viele Leute einsteigen in diese Imkerei, ohne was über Bienen zu wissen. Bedeutet, Bienen sind Lebewesen. Und wenn ich sowas zu Hause habe, als Hobby habe, muss ich gut für meine Lieblinge sorgen. Hier kommt gerade eine Biene. Sie können die auch auf ihre Hand nehmen. Ja, die Biene kann gar nicht stechen, aber die Kinder oder die Besucher sind dann happy, weil sie eine echte Biene mit Stachel hat. In einem Volk, in einer Bienenbeute, so, Bienenbeute heißt Bienenwohnung, leben 30.000 bis 50.000 und Bienen erreichen Maximum so Ende April, Anfang Mai. Für die Bienen fängt schon Herbst ab Juli und da müssen wir die Magazine wegnehmen, die eigentlich leer sind, von den Bienen leer sind. Das bedeutet, die Beute wird verkleinert, Behandlungen müssen wir machen, die Varroa-Milben werden bekämpft mit Ameisensäure. August, Oktober auf jeden Fall. Dann müssen wir weiter gucken und winterfest alles machen. Wer erzählt, dass wir Bienensterben haben, weil wir den Bienen ihre Nahrung nehmen und Zucker geben, der erzählt größte Quatsch. Zuerst Zucker benutzen wir seit 1915 und wir haben nie Völkerverluste gehabt. Ein Bienenvolk verbraucht in einem Jahr zwischen 70 und 90 Kilo Honig. Und wenn ich nur Ihnen sage, dass wir nur so ungefähr 10 bis 15 Kilo ersetzen von der Menge, was soll hier schief gehen? Bei 20%iger Zuckerkonzentration in Nektar müssen die Bienen um ein Glas Honig voll dreimal rum um die Erde fliegen. Um einen Teelöffel voll zu bekommen, muss eine Biene 640 Mal fliegen. 5 Euro, was die Imker nehmen, ist eigentlich viel zu wenig. Imker produziert das mit den Bienen und sein Kraft, sein Leben, der steckt sein Herz rein und viel Liebe drin.